Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, und ich krieg das hin, ich krieg das hin. Irgendwie mache ich die 250 voll. So, ich habe es am Ende der letzten Folge angekündigt, dass ich es rauskriege. So, ich habe es rausgekriegt. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen habe. Also, dickes Lob geht mal wieder an die englische Community, denn die kriegen solche Sachen. Aber denen wird das halt immer schön erklärt. Da. So, und das wundert mich deshalb, weil hier ist die Oberland Station. Da wohnen zwar nur 4 Leute, aber die haben 80% Zufriedenheit. Weil das eine von den Siedlungen ist. Wo ich sogar Leuchtreklame dran gemacht habe. So. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen ist. Jawohl. So viel habe ich ja auch nicht gemacht, sehe ich gerade. 5 Betten, 2. Achso, da sind sogar nur 2 Leute hier. Ja, ist okay. 3 Wasser. Er ist am Pflücken. Alles gut. Alles gut. So, nur wir wollen UFO gucken, ne? So. Und jetzt seht ihr schon, da vorne leuchtet es rot. Und da ist das Teil. Ich kann das nicht glauben. Der Trigger, habe ich auch in dem Video erfahren. Der Trigger für das UFO ist Level 20. Und so war es eben auch in meiner Erinnerung. Also ich habe es relativ früh im Let's Play. Ich meine, ich stand mitten in Boston und da ist das Vieh über mich hinweggeschossen. Nur ich konnte nicht wirklich eine Richtung ausmachen oder ja, überhaupt eine Abschussstelle eingreifen, weil ich natürlich umgeben war von Häusern. Ne? Deswegen, ich habe es nur kurz über mich hinweg sausen gesehen. Aber hier ist es dann wohl reingekracht. Das UFO. So, und wie ich gehört habe, soll da wohl der Pilot auch überlebt haben. Und der ist dann wohl hier in diese Höhle rein. Da ist er, Alien. Was war das? Ich sehe dich. Piper! Piper! Ey, lass uns doch erstmal kommunizieren. Piper. Der ist so offensichtlich, ist er verletzt. Ist das cool, ey? Ein Alien. Kalle, Kalle, will. So nicht. So. Nett. Und dann bekommt ihr bei dem einen Alien Blaster. Ey, der macht sogar Schaden 110. Cool. Allerdings habe ich die Dinger auch zuhauf. Also ich habe mehrere von den Dingern. Das Problem sind nicht die Waffen. Also die Alien Blaster, die findet ihr hier in Mülltonnen. Also ich habe viele davon in Mülltonnen gefunden. In Good Neighbor. Meine ich, hätte ich in eine Mülltonne reingeguckt und da lag ein Alien Blaster drin. Das Problem ist nicht die Waffe zu finden,
Das Problem ist, die Munition dafür zu finden. Ah, 309 hat er dabei. Das... Alles gut. Alles gut, Piper. Ist das cool? Ist das cool? Habe ich das noch? Wisst ihr, ich wollte während des Let's Plays wollte ich mich nicht spoilern und habe dann nicht nachgeguckt. Ich dachte so, ja, wenn du durchs Ödland wanderst, dann dann wirst du früher oder später wirst du drauf treffen. Ich war offensichtlich ganz in der Nähe. Gut. So. Und da ist noch ein nicht entdeckter Turm. Weil bei dem englischen Dude sag mal, habt ihr mal gerade ein Bett? Was habe ich denn hier gebaut? Benötigt Energie? Hat er keine? Hat er Energie? Oder ist er kaputt? Produziert 10. Produziert 3. Hab ich denn hier für einen Klumpatsch gebaut? Der hat doch Energie dran. 3-Etagen-Aufzug. Der hat doch Strom. Da ist nichts drin. Hier haben wir ein paar Betten. Gut. 1 Uhr morgens. Damit wir was sehen. Müssen wir wirklich schon aufstehen? Müssen wir nicht, aber machen wir einfach. Okay. Ja, eigentlich müsste ich die Leute mal hier ein bisschen versorgen, ne? 2 Leute leben hier. Ja, aber ich kenne mich doch, wenn ich damit anfange, dann dauert. Ach komm. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag. Das sieht auch interessant aus. Ich glaube, hier war ich aber schon mal, oder? Sendeturm. Stadtwerke Boston. Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Hey. Ich versuch's drin zu behalten, bis du weg bist, aber... Ich kann nichts versprechen. Oh. Musst du kackern, oder was? Lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was
du da oben sicher auch machst, faule Nuss. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Supermutanten. Operation. Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Herr Zuspiegel, ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Coiffe zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Wenn du um sich ja auch machst, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals da unten war. Dies ist eine Aufzeichnung. Boah, ich hoffe, die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Herr Zuspiegel, ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Coiffe zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was du da oben sicher auch machst, faule Nuss. Irgendwann muss er doch... Eine Aufzeichnung. Wieso hat ein Wasserwerk einen Atomreaktor? Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Manuell überbrücken. Muss man hier irgendwas machen? Oder kann man hier irgendwas machen? Tja. Das wär's. Okeli dokeli. Ja, dann komm, Schatz. Dann ist ja halt nichts mehr. Schade. Wäre jetzt toll gewesen, wenn er nochmal hier irgendwas... hätte entdecken können. Oh. Noch tiefer, oder? Okay. Cool. Da ist kein Wasserwerk, ist so eine Schleuse, ne? Da ist eine Schleuse. Leider keine Sachen auf dem Radar. Was haben wir denn hier? Nix. Guten Tag. Hey. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Ehrlich? Hast du in letzter Zeit was gehört? Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne nur über das Geschäft reden. Ich hab hier echt gute Sachen. Oh, dann zeig mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Antike Fork. Blaue Farbe hast du.
Eine Vakuumröhre. Ja, so geiles Zeug hast du aber nicht. Okay. Irgendetwas stirbt hier permanent. Oh. Da ist noch irgendwie so ein Wagen. Das Symbol sagt mir auf jeden Fall überhaupt nichts. Wohnwagenpark Fiddler's Green. Ah, hab schon gesehen. Es tut mir leid, Piper. Es tut mir leid. Ich mach's immer wieder. Ich weiß. Es tut mir schrecklich leid. Weißt du nicht mal, dass du ein paar NPCs triffst, die du nicht kennst? Weißt du, die mal hier so ein bisschen. Vielleicht eine Quest noch geben oder was? Nee. Was ist das? Hallo, mein Name ist Märchenonkel Simon. Und ich hoffe, du magst Geschichten. Denn ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Diese hier heißt Das neue Eichhörnchen. Begleite mich auf ein magisches Abenteuer. Es war einmal ein junges Eichhörnchen namens Ricky, das in einer großen Eiche im Stadtpark lebte. Schön. Geschickt gemacht. Ist jetzt Ende? Eichhörnchen und dann Ende oder was? Ach komm mal, ich kann los. Das ist sowieso für den Safe. Okay, wir haben Schlüssel. Mit Pool. Märchenonkel Simon hier mit dem spannenden Ende von Das neue Eichhörnchen. Morgen können wir uns kennenlernen und Freunde werden, sagte Ricky zu dem roten Eichhörnchen. Na also. Das rote Eichhörnchen machte ein Geräusch, das Ricky als Zustimmung verstand. Dann kuschelten sich die beiden Eichhörnchen zum Schlafen aneinander. Ei! Es tut mir leid, Piper. Da steht eine Powerrüstung drin. Ja, ist rein. Nee, Kalle. Kalle. Komm da raus. Was haben wir denn hier Feines? T60 Helm, linker Arm, linkes Bein, Torso, rechtes Bein, ja, fällt der Arm.
Amshin Railroad. Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein, Torso. Na komm. Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein, Torso. Höllenfeuer. Und das ist der Helm, ne? Enklave. Ja, Piper. Ja, wunderbar. Piper. Hey. Na klar. Schnappst du dir. Habe ich extra in rosa lackiert den Helm für dich. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Och, okay, Schatz. Komm, ich mach's jetzt. Halt. Komm, weg. Händer. Können wir heute Abend wieder Rollenspiel machen? Nimmt also so. Wollt's den Helm gar nicht, Gott. Okay, dafür war dann. Der Schlüssel da. Ist in Ordnung. Okay. Doch noch mal hier was entdeckt. Ein Heft und eine Powerrüstung. Und nur bewacht hier von so ein paar Ghoulen. Was ist los? Ach, diese Engine, ne? Man kann das verstehen, ne? Chillst hier im Wohnwagenpark, weißt du, und dann komme ich hier an und gehe dir auf den Piss. Das nervt natürlich. Ich find's so gut, ne? Komm. Bemühe dich nicht, bleib einfach sitzen. Gut ist. So, das Ding ist aber, ich habe da noch ein Krankenhaus und ich habe eine Red Rocket und einen Funkleitstrahl habe ich da auch noch. Und überhaupt ein Vor? Okay, das Vor haben wir schon. Aber das Krankenhaus haben wir nicht. Und die Red Rocket haben wir auch nicht. Und den Funkleitstrahl haben wir auch nicht. Seht ihr, das ist das Schöne an früheren Bethesda-Spielen, ne? Also, du kannst hier so unmögliche Sachen ganz so hochglitschen. Hier möchte mich einer aussperren, oder was?
Da muss irgendwo ein Loch im Zaun sein. Kein Loch im Zaun? Das staatliche Vorratslager haben wir. Na gut. Pass auf die Rüstung auf, ne? Schatz? Ey! Gut, tanzen wir. Ja, er hat schon fertig getanzt. Erschrocken. So, wo ist er? Da hinten ist die Sendeanlage. Viele Pools heute. Sendeturm. Hau rein. Habe ich gesehen, habe ich Bevölkerungswarnsystem. Okay. Ich höre was, aber nur ganz leise. Dies ist eine Notfallnachricht. Auf 12 Uhr. Dies ist eine Nachricht des Alarmsystems des Commonwealth von Massachusetts. Am heutigen Samstagmorgen, dem 23. Oktober, gaben die Behörden bekannt, dass auf die Vereinigten Staaten ein Nuklearangriff ausgeführt wurde. Zu den betroffenen Städten gehören unter anderem Washington, D.C., New York, Philadelphia und Boston. Wenn Sie diese Notfallnachricht erhalten, bringen Sie sich unverzüglich vor radioaktivem Niederschlag in Sicherheit. Dies ist eine Notfallnachricht. Huh? Bostons Bürgermeister Unterschlupf. Ich
ich habe den Schlüssel nicht. Ah. Ja, da will ich aber rein. Das ist so cool, ne? Das ist so cool. Das ist das Schöne. Früher beim Bethesda-Spielen, weißt du, da bist du hier. Die ist ja nicht groß, die Karte, ne? Die ist ja nicht groß, aber was hier alles zu entdecken gibt, ne? Da bist du einfach da, bist du neugierig hier. Ach, uff. Da rein in den Bunker von dem Bürgermeister. Hatte ich Psycho nicht wieder rausgenommen? Moment. Ja. Ho, 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 ho. An solchen Orten herumstöbert, endet oft als Abendessen. Finster? Hey, da draußen ist was. Ah. Ich weiß. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ah, schon fertig. Gut. Na also. Ach so, Turret Control. Mehr ist das nicht. Hallo, was immer das auch war, es hat funktioniert. Find's so geil, ne? Macht dich schon so ein bisschen spitz, oder? Wenn ich hier am Hacken bin, ne? Pieper? Okay. Geht's noch tiefer? Kommst mit? Ja, komm. Oi. Alles gut? Hey, da draußen ist was.
Das ist nur offensichtlich nicht hier der Ort, wo das Funksignal herkommt, oder? Aha, da will ich rein. Komm her. Nix, schade. Da ist einer. Da. Hier. Ah. Wie schön. Sind schon durch. Mach auf die Tür. Mach auf. Naja. Red X. Noch ein Stealth Ball. Na okay. Zement. Noch mehr Zement. Lecko, funny, ist das groß. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Das weiß ich auch nicht. Ich versuche so ein wieder. Einen effizienten Weg zum Looten zu finden, also damit ich nicht alles doppelt gehe. Aber das ist gar nicht mal so leicht. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Ich will hoffen, dass es hier eine Story gibt. Jetzt nervt mich das aber hier. Was war das? Schlüssel? Komm! Mr. Handy-Treibstoff nehmen wir natürlich auch mit, ne? Scheiß die Wand an, ist das viel. Und bis jetzt kein Hinweis, was hier passiert ist, ne? Ein Heft. Zwei Hefte. Away some. Nett. Ein Punkt Gesundheit pro Minute regenerieren. Schön. Gut, dann wissen wir jetzt auch, wofür der Schlüssel gut war. Mein Uni Harris, meine Damen und Herren. Hoffen wir mal, dass seiner Oma geholfen wurde. Versperrte Sachen sind besonders interessant, ne? Geschafft.
Aha. Bierflaschen und ein Radio in der Badewanne. Hallo, meine Süße. Tut mir leid, dass es so enden musste. Ich wollte einen Platz schaffen, an dem unsere Kinder gut leben können. Du weißt, dass ich ein Familienmensch bin und immer zuerst an unsere Kinder denke. Ich würde alles für sie tun. Auch auf Kosten des Steuerzahlers. Der Mob hat sich seinen Weg gebahnt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die untere Etage erreicht. Als letztes Mittel zum Schutz unserer Familie gebe ich dir... Naja, ich gebe dir mich selbst. Bring den Leuten meine Leiche und sag ihnen, dass ich als Feigling gestorben bin. Vielleicht lassen sie euch dann in Frieden. Der Schlüssel zum Safe ist bei einem der Angestellten. Hab seinen Namen vergessen. Wie dem auch sei. Adieu, mein Schatz. Ich liebe dich und die Kinder so sehr. Also, der Bürgermeister, der wollte ja auf Steuergeldern. Was war das? Ach, guck her. Ein Mr. Gitzig-Modell. Nimm ich natürlich. Der wollte hier auf Kosten vom Steuerzahler, wollte er sich hier vor den Bomben in Sicherheit bringen. Ja, und dann hat der Mob versucht, hier reinzukommen. Komisch. Oh, hier ist auch noch. Was ist denn da drin? Leckerchen? Leckerchen! Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Wer, er da? Ja, ich glaube schon. Meister. Meisterlich verschlossen. Da wird Piper wieder spitz. Ziemlich hier beim Hacken beobachtet. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fetisch ist, aber ich finde das geil. Ich bin immer nur Loot. Loot, da ist Loot drin. Ich brauche ihn nicht, aber ich will ihn haben. Oh, sind schon durch? Alles klar. Das war ja ein Meister. Ich bin durch. Klack, klack, klack. Also, Dragan, falls du das guckst, ne? Damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Das ist am Anfang, ist das sau schwer. Hacken, Schlossknacken, okay, das ist halt der Standard-Move, ne? Aber hacken ist gar nicht mal so leicht. Und ja, da ich gerne an Sachen ran möchte, habe ich erstmal hier Schlossknacken. Du kannst Meisterschlüssel, also musste ich machen. Waren hier schlauer gewesen als was Skyrim, stimmt. So, nur wo war das mit dem Hacken? Gab's da auch noch irgendwas? Da ist er. Ach so. Ja, weiß ich nicht. War das nicht auch irgendwie, dass das leichter geht? Ich weiß es nicht. Oh, hier liegt auch noch ein Ding. Ich habe den Bürgermeister gestern Nacht in der Wanne gefunden. Hab die Tür zugesperrt, bevor ihn seine Alte sehen konnte. Wollte nicht, dass sie ihn so sieht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Er wird bald wieder da sein. In der Zwischenzeit soll sie ihre Kinder in den Haushaltsschutzraum des Fitnessstudios bringen und warten, bis alles gut ist. Aha. Die Lage gerät aus dem Ruder. Und wir sind in der Unterzahl. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor alles hier im Chaos versinkt. Okay. Ein weiterer Teil der Geschichte, was hier unten passiert ist. Okay. So. Nur, ich gucke auf die Uhr und stelle fest, wir sind am Ende der Folge. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. UFO-Location kennt ihr jetzt. Ja, und wir stromern hier noch ein bisschen hier durchs Commonwealth. 2,50. Dann wär ich glücklich. Dann wäre dieses Jucken aus dem Kopf weg, wisst ihr? Ich mag das nicht. Auch hier bei Red Dead Redemption, 149 Folgen. Weil YouTube eine Folge gefressen hat, sonst hätte ich auf dem Kopf 150. Ja. Nervt. Naja, wie auch immer.
An dieser Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.